Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Schnappfisch auf Tide TV. Wir sind Marlene und Lina von der Stadtteilschule Blankenese. In Kooperation mit Schnappfisch haben wir im Rahmen unserer Projektwoche 4 eigene Beiträge produziert. Im ersten Beitrag haben wir uns mit Carlotta, Fritz und Leo die architektonischen Besonderheiten der Elbphilharmonie angeschaut. Los geht's, lasst uns schauen, was sich hinter dem Glasschiff verbirgt. €780 Millionen und fast 10 Jahre Bauzeit. Nun ist sie seit November 2016 eröffnet. Die Elbphilharmonie war lange Zeit ein großer Streitpunkt in Hamburg. Doch nun steht das architektonische Meisterwerk mit seiner stolzen Höhe von 110 Meter am Kaiserkai. Um genaueres zum Bauwerk zu erfahren, haben wir Dr. Ralf Lange, den Architekturkritiker des Speicherstadtmuseums, zur Architektur der Elbphilharmonie befragt. Die Elbphilharmonie verbindet auf eine interessante Weise alt und neu. Nicht? Unten haben wir den alten Speicher von 1966 und dann darüber diesen gläsernen Aufbau, den Herzog und de Meuron gestaltet haben mit dieser interessanten Fassade. Und ja, das ganz Besondere an der Elbphilharmonie sieht man ja eigentlich nicht von außen. Das ist eben dieser beeindruckende Saal mit seiner tollen Akustik. Der große Saal ist das Herzstück der Elbphilharmonie. Aufgrund der Weinbergarchitektur sitzt kein Zuschauer weiter als 30 Meter vom Dirigentenpult entfernt. An der Elbphilharmonie gefällt mir eigentlich am besten das Innere. Also außen bin ich ein bisschen enttäuscht, weil diese Fassade sieht doch sehr nach Mustertapete aus. Aber im Inneren dieser Saal, das ist schon großartig. Also auch wie das alles zusammengeht, die Ränge, die Anordnung der Sitze, diese Akustikplatten, das schafft schon ganz beeindruckenden Raumeindruck. Die Elbphilharmonie liegt zwischen Speicherstadt und Hafencity. Wie beeinflusst sie das architektonische Stadtbild Hamburgs? Die Elbphilharmonie finde ich in einigen nicht unproblematisch. Also von der Elbe her funktioniert sie natürlich städtebaulich gut, nicht? Das ist die Dominante. Da haben wir aber auch den weiten Strom. Wenn man so von der Außenalster oder so guckt, dann ist es manchmal doch ein bisschen irritierend, dass sich da so eine Art Schneekoppe ins Stadtbild schiebt. Doch was halten die Besucher vom neuen Konzerthaus? Wir haben auf der Plaza mal nachgefragt. Es ist ein interessantes Gebäude, macht die Stadt interessant. Mit der Vorgeschichte und was daraus geworden ist, toll, super Aussicht, schönes Gefühl einfach. Mit ein bisschen Glück ein kultureller Höhepunkt, ansonsten natürlich ein Touristenmagnet. Ja. Auf der Negativseite ein Riesenkostenblock, aber ich finde sie eigentlich schön. Mir gefällt sie ganz gut. Ein schöner, neuer, moderner, architektonisch guter Gewinn für Hamburg, würde ich sagen, mit viel Kunst und Kultur, die sicherlich nicht verkehrt ist für Hamburg. Passt die Elbphilharmonie für Sie ins Stadtbild? Ja, absolut. Weil es ist was Neues, was Modernes. Das ist das, was glaube ich, auch den Reiz der Stadt jetzt zusätzlich noch mit ausmacht. Zu sehen ist es ja schon ganz lange so und man hat so viel Negatives gehört. Plötzlich wird sie eröffnet und alle Leute sind begeistert. Hamburg lebt von den unterschiedlichen architektonischen Ansätzen, die es gibt, gerade hier in der Hafencity. Und eine Stadt, die so gut ist und so vielschichtig auch ist von den Menschen und von der Kultur, da passt sowas sicherlich rein, ja. Sie haben sie gut integriert. Es ist ein bisschen ausgefallen, aber nicht so, dass es gar nicht hier reinpasst. Und das ganze Viertel ist ja relativ modern, relativ ausgefallen. Passt gut. Wir denken, die Elbphilharmonie ist ein absoluter Touristenmagnet und auch für die Stadt und alle Hamburger eine Bereicherung.